Grüß euch, ich bin der Anton, bin heute auf dem Feldtag in Zeisertshofen und habe selber 4 von meinen 10 Schlüttern mitgebracht. Und über die erzähle ich euch jetzt ein bisschen was. Wir stehen da neben dem 1250 Super VL Spezial, 130 PS. Den haben wir heute mit einer Gruppe mitgebracht, mit einer Kindergruppe. Der läuft bei mir auch vor der Kindergruppe, haben wir aber auch zum Eissäher. Also wir haben den Bulldog vor 3 Jahren gekauft. Der ist in Norddeutschland obergelaufen aus erster Hand. Ist aber seit dem Jahr 2000 eigentlich bei denen bloß gestanden. Das große Merkmal ist eben, dass es ein Spezial ist mit 112er Büchsen, 130 PS, hat die neue Vorderachse, hat den abgesetzten Dachhimmel. Und das ist eigentlich so das, was in der Schlüterszene große Bedeutung findet. Beim Spezial reden wir über einen 6-Zylinder Schlüttermotor, der statt 110er, also 110 mm Kolben und Büchsen 112 hat. Der hat aufgrund dessen mehr Hubraum, bringt auch ein bisschen mehr Leistung und der Klang ist einfach anders. Und das war eben so eine Ausführung für alle, die noch einen Tick mehr Leistung gewollt haben beim Schlutter. Und somit haben die den Spezial gekauft. War auch von der Produktpalette her einfach schon mit mehr Ausstattung damals beim Schlutter. Wir haben immer schon Schlutter auf dem Betrieb gehabt. Das war ein 15er und ein 10er-50er Kompakt. Und als Bub war ich da einfach fasziniert, wo dann mal auf so Oldtimer-Treffer warst und dann hast du die große Suppe und Profi-Truck gesehen. Denk mir, Herrgott, was hat der Schlüter alles gebaut? Und so ist das eigentlich gekommen. Und dann irgendwann der eigene, mal ein paar Gläune gehabt, wo man hergerichtet hast. Irgendwann dann ein großer Sechszylinder. Und so ist das weitergegangen. Und da, wenn du einmal drin bist, das lässt dich einfach nicht mehr los. Und dann brauchst du immer wieder was Neues. Der nächste Bulldog, was wir mitgebracht haben, das ist ein Super 1250 VL, Baujahr 81. Wir haben den gekauft vor 14 Jahren aus erster Hand. Der ist nie Landzug gelaufen, hat keine Ausstattung gehabt. Also der Schlepper hat bei mir eine Druckluftanlage gekriegt, hat die Fronthydraulik gekriegt, hat schön bereift worden, hinter alles frisch gemacht worden, frisch ausgepuxt worden. Und den haben wir heute noch vor dem Gruppenlaufen. Und zum Teil auch zum Presser habe ich den viel mit der Rumpalerpresse. Und das ist die Maschine bei mir, da wo ich sage, da lege ich meine Hand ins Feuer. Der läuft jeden Tag, wenig neigerichtet und ist einfach eine zuverlässige Maschine. Naufocker fahren. Also wir haben auf unserem 100 Hektar Ackerbaubetrieb natürlich auch neue Schlepper im Einsatz von John Deere und Glas. Mit denen mache ich die schwere Arbeit, weil das einfach bei mir der Schlüpper nicht mehr tun muss. Der hat sein Geld verdient und was die Marktpreise machen, ja, ist natürlich utopisch, ist klar. Aber es ist einfach keine Maschine zum Stehen. Also auch gerade das Feeling, wenn du mit dem im Acker bist, schiebe Türe auf. Das ist der einzige Bulldog, da kriegst du einfach Gänsehaut. Wenn du mit dem reinfährst, in den Acker, Gruppe reinlässt und dann klingelt es halt. Also ich sage mal so, ich bin schon mit viel gefahren, habe auch selber noch einen B-Drag auf dem Hof und alles. Auch ganz gute Bulldog, du kannst an denen alles selber richten. Also es ist eigentlich kein Hexenwerk, du musst keine 50 Plastikdeckel wegschrauben und so weiter. Machst Motorhaube auf, 6 Schrauben auf, Ventildeckel runter. Das ist natürlich schon top, aber es gibt einfach Arbeiten, die willst jetzt du auch nicht mehr machen. Und es gibt einfach auch Arbeiten, da sage ich, da ist mir der Bulldog einfach zu schade. Ja. Weil der einfach zum Teil heute die Liebhaberpreise höher sind, wie wenn ich heute zum John Deere-Händler gehe und nur 6R kaufe. Beim Schlutter ist halt so, du kannst keine 10 Modelle nebeneinander stellen. Es ist jeder anders. Du kannst da 10, 12, 50 haben, es ist keiner wie der andere. Und in der Schlutterbranche, da gibt es von dem 17, gibt es von dem 50. Und da kennt jeder jeden mit Fahrgestellnummer. Der zum Beispiel, das ist ein Kompakt 1250 TV6 und das ist Fahrgestellnummer 002. Also das ist der erste nach dem Prototyp, ist auch der erste mit der neuen Vorderachse. Und der Bulldog ist einfach einer von den ersten in dieser Baureihe. Und
Wir haben den hauptsächlich für Straßentransport im Einsatz. Und der läuft bei uns, der ist umgebaut auf 50 km/h Highspeed-Getriebe nachträglich, Kegel-Tellerrad. Und der läuft ungefähr 2,53. Und den haben wir eben für Arbeiten, Silo reinfahren, Zubringer fahren. Und da ist das einfach die richtige Maschine bei uns. Also das meiste fahre ich eigentlich selber mit meinem Bulldog. Ich habe aber auch Fahrer, die sich daran begeistern und mit denen fahren. Das Problem ist bloß, du kannst halt mit dem Schlutter nicht jeden fahren lassen, weil da musst du schon an der Sache sein. Also der hat natürlich keine 50 Sensoren, der wurde die Hucke vollpfeift, wenn irgendwas nicht passt, sondern da muss der Fahrer einfach nur auf Öltemperatur schauen, Kehrtemperatur, weil ansonsten ist da gleich mal ein großer Schaden da. Aber ich habe viele, die sich daran begeistern, die auch noch mit denen Schlepper fahren. Und ja, da bringen wir eigentlich immer was zusammen. Zum Teil auch Lohnarbeiten, wo wir mit 2, 3 im Einsatz sind. Und da schaut natürlich das ganze Dorf, wenn wir da Halligalli machen. Und der vierte Schlepper, den ich mitgebracht habe, der ist jetzt eigentlich was ganz Besonderes. Das Beste kommt zum Schluss. Das ist der Bulldog da. Es ist ein Compact 1350 Highspeed und zwar original Kegel-Tellerrad-Maschine ab Werk. Das ist ein Jahr selber beim Schlutter im Versuch gelaufen. Und ich habe die Maschine jetzt seit 10 Jahren. Heißt, der Schlepper, der läuft jetzt ungefähr 55 Stundenkilometer und hat ab Werk eine weinrote Lackierung. Das ist BMW Calypso-Rot. Das hat es damals beim Schlutter auf Wunsch gegeben, wie viele Einzelheiten beim Schlutter. Weil beim Schlutter ist immer nur entwickelt worden. Wir haben beim Schlutter haben wir die Möglichkeit mit Lastschaltung, wir haben die Möglichkeit mit Highspeed gehabt, der Baujahr 86, also war eigentlich immer seiner Zeit voraus. Drum ist wahrscheinlich auch die Maschine, wo viele gesagt haben, was will ich mit dem? Ja? Oder einfach, wo sich keiner nachtraut hat, weil es einfach eine Manufaktur war, wie der Bentley oder sonst was, wo heute halt alles handgefertigt ist. Ja? Das ist der, wo damals Schlutter gekauft hat, das ist so, wie wenn heute einer einen Laden reingeht und einen Maybach kauft, weil der hat den schon immer. Und da kommt nichts anderes her wie ein Schlutter. Und so waren die Bauern früher. Und der, wo immer schon Schlutter gefahren hat, der hat auch wieder einen gekauft. Und das waren halt zum Teil auch bei uns im Alpenvorland viele kleine, die bloß gelaufen sind. Auf die kurzbetriebene Große oder Norddeutschland, Schleswig-Holstein oben Große. Und bei uns ist eigentlich ja, eher die kleinere verbreitet. Darum ist, glaube ich, auch die Faszination da. Weil wenn, sage ich mal, in die 80er Jahren 150er Schlutter gefahren hast, also dann hast du Hut aufgehabt. Die Besonderheit an den zwei Schleppern, an den Kompaktschlepper, ist eben, dass der Schlutter da damals Aggregate von MAN verbaut hat, weil eben viele an kompakten, wendigen Schlepper, aber trotzdem, sage ich mal, mit Leistung braucht haben. Und das war eben der Grund, warum der Schlutter damals die kompakt gemacht haben. Die sind einfach wendig und haben einfach genug Leistung. Das war damals für einen mittelbäuerischen Betrieb, sage ich mal, mit Grünland. Und da sind die hauptsächlich hingegangen. Den zum Beispiel, der ist in der Saatgutzucht gelaufen, im Transport, eben auch wegen dem Highspeed-Getriebe. Und das ist eben der Unterschied zum Superschlepper. Die Super sind halt ewig lang, sage ich jetzt einmal. Also bärenstark und super lang, wie man es vom Schlutter kennt. Und die haben eben Schlutteraggregate drin. Und beim Kompakt hat man das Ganze einfach ein bisschen gestutzt. Sechszylinderaggregate von MAN drin, alles kompakt. Aber das ist ein ganz wendiger Schlepper mit richtig Klasse. Und wir setzen die gern ein auf Transport und leichte Arbeiten. Also das ist für uns eigentlich der Bulldog, wo so zwischendurch ist. Nicht unbedingt den Acker, aber Grünland oder Transport. Eben auch wegen dem Highspeed-Getriebe. Passt, das war's vom zweiten Schlutterfeldtag in Zeisertshofen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Schaut's wieder mal rein, lasst ein Abo und ein Like da und ich verabschiede mich und ein drittes Treffen gibt's definitiv. Okay, passt. Passt es, ne? Einwandfrei.